Heute werden wir eine restaurierte, nein, es ist keine restaurierte Vespa, eine niegelnagelneue 946er ausprobieren. Bei der 946er handelt es sich weniger um einen Gebrauchsgegenstand als vielmehr um ein Designstück. Das ist die exklusivste Vespa schlechthin. Eine Hommage an die Ur-Vespa. Retro quasi. Ein bisschen, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also eigentlich ein modernes Produkt. Ein modernes. Du musst sie mir erklären natürlich auch so. Ja. Ich kenne mich ja nicht aus, ne? Ja, das ist die Hupe. Ja. Frisch gefahren, die Vespa 946. Ein handgearbeitetes Meisterstück aus italienischer Hand. Ledergriffe, handgenäht, Aluminium, Vollaluminium, kein Plastik, Metall natürlich, traumhaft gemacht. Langer Radstand, läuft wie auf Schiene. Verbaut ist hier der neueste 125er Motor mit 11 PS. Ein tapferer Motor, zieht hinauf bis ungefähr 70, dann wird es ein bisschen lahm, die ganze Angelegenheit. Mein persönlicher Wunsch wäre gewesen, den 300er in diesem Chassis zu sehen. Platz, Helm, Staufach, negativ. Zero. Wir haben ausschließlich ein kleines Fach für Papiere und Ambulanzzeug. Vespa Windschirm schützt bis hier. Mehr ein stilistisches Element, würde ich mal sagen. Wunderschön zu sehen, die Vespa-Taille, von der die Vespa ihren Namen bekommen haben. Normalerweise heißt es Form follows Function. Hier folgt allerdings die Funktion dem Design ein wenig nach. Imagemäßig ist die 946er etwas schwieriger zu bewerten. Sie ist verhältnismäßig teuer, so teuer wie ein Kleinwagen. Hinter mir Bloodhound, das ist das neue Weltrekordfahrzeug, das in der Wüste von Südafrika versuchen wird, 1000 Meilen pro Stunde schnell zu fahren. Meine Vespa ist nicht ganz so schnell, aber hat mehr Tradition. Als Gebrauchsroller ist sie zwar technisch hervorragend ausgerüstet, ich würde mich allerdings nicht trauen, die 946er jeden Tag in der Wiener Innenstadt zwischen parkenden Autos, Staus und aggressiven Taxlern zu fahren. Meine klare Zielgruppendefinition daher, der solvente Mit-40er, der mit einer 946er vor einem netten Lokal vorfahren will.